Hier stehen wir vor dem AgustaWestland Da Vinci, dem Gebirgshelikopter von der Rega. Wie man sieht, ist er sehr aerodynamisch gebaut, schnittig, er ist schnell, er ist leistungsstark, ideal fürs Gebirge. Er hat zwei Triebwerke, er hat ein Fahrwerk im Vergleich zum Airbus 145, der gekauft hat. Hat das den Vorteil, dass man vor allem gerade im Gebirge kann, wie einen Stuhl mit drei Beinen überall landen. Dann haben wir eine Rettungswinde, da haben wir 90 Meter Seil drauf. Im vorderen Bereich haben wir eine Kabelzange, eine oben, eine unten. Im Fall, dass man das Kabel übersehen und verwünscht, dass es geschnitten wird. Dann haben wir einen Spiegel, wo man braucht, wenn man mit den Winden den Ars oder den Retter absetzt. Man sieht hier den Hauptrotor. Und das ist beim Da Vinci ein bisschen heikler Punkt. Ihr seht hier, der Hauptrotor kommt sehr tief. Vor allem, wenn das Gelände ein bisschen kopiert ist, kann es da sofort relativ gefährlich werden. Dann sehen wir hier den Heckrotor. Der ist noch tiefer. Das heisst, im Umgang mit Helikopter gilt, alles, was hinter der Türe ist, ist für Laien nicht betretbar, weil hier haben wir eben den Heckrotor, der sehr tief dreht, und das ist eine extreme Gefahr. Der Schutz vom Heckrotor im kopierten Gelände ist der Heckrotor-Schutzbügel. Der ist, wie er auch heisst, als Schutz da, damit, wenn irgendein erhebiger Stein in der Region sein sollte, dass nicht gerade auf den Heckrotor touchiert, sondern mit dem Bügel ansteht. Wir haben die Positions- und Beleuchtungslampen, die ein bisschen den Bereich hier beleuchten. Im Heck hinten sieht man verschiedene Antennen. Es hat hier eine, die ist für die Funknavigation. Oder wir haben Funkantennen mit Partner, Flugfunk. Wir haben auch Antennen für Sensoren, für die Luftraumüberwachung. Also wir sind in der Avionik relativ gut ausgerüstet und auf dem neuesten Stand. Andere Gelegenheit, Stand unterwegs, die